Gut, was ich jetzt ehrlich sagen muss, wenn man den Vorgänger schon kennt, ist man gar nicht so verwundert darüber, dass einem hier alle was Böses wollen. Aber ich glaube, man muss gar nicht irgendwie den ersten oder Teil oder den Vorgänger kennen. Weil grundsätzlich das Setting ist ja schon klassischer Horrorfilm, Klischeestreifen, abgelegene Stadt, kein Handyempfang, kein Weg nach draußen und irgendwie obskure Dinge, die passieren, sind ja eigentlich schon die Stoffe, aus denen ein trashiger Horrorfilm gemacht sind. Das heißt, irgendwo, man rechnet schon damit. Irgendwie. Jake! Was ich aber immer interessant finde, ist, dass sie eigentlich souverän aus jeder Situation rausgeht, aber danach immer irgendwie so. Naja. Na, ich will nicht zu vorweggreifen. Vielleicht hat sie auch Charakterentwicklung. Ich möchte mich nicht über ein Spiel beschweren, obwohl das ja eigentlich mein Job ist als Let's Player, beziehungsweise das Ganze kommentieren, unterhaltsam darstellen und natürlich auch ein wenig Kritik üben. Aber nun gut, jetzt erstmal zurück zum Plot. Wir sind ja in einer Sequenz und wir wissen, in einer Sequenz sind wir sicher. Du bist verletzt! Ist nicht der Rede wert. Jo. Das waren die aus dem Dorf, oder? Mich wollte auch einer umbringen. Das war das Arschgesicht aus der Werkstatt. Der kam plötzlich an und hatte ein Seil bei sich. Meinte, ich sollte mich nicht wehren. Na klar, dann hab ich ihm dann gleich einen aufs Maul gehauen. Ey, ich bin so ein eiskalter Bruder, du. Ich hab wohl einen Zahn getroffen. Und was war bei dir? Ich krieg das mit dem Akzent nicht hin. Wirklich nicht. Ich hab mein Bestes getan. Aber ich übe weiter. Dieser Typ aus dem Hotel wollte mich mit einer Armbrust erschießen. Ich verstehe das nicht. Was haben wir denen getan? Keine Ahnung, voll krass. Vielleicht sind die einfach verrückt. Aber doch nicht alle. Was weiß ich? Keine Ahnung. Yo, Motherfucker. Wir müssen deine Hand verbinden. Ach was, das ist nichts. Oh, ist das der Beginn einer langen Freundschaft? Ach ja, und ich war irgendwie der Meinung, er hat sich die Hand schon verbunden. Jetzt merke ich gerade, das soll Blut darstellen. Sorry! Der Lappen ist etwas sandig, aber die paar Krankheitserreger wirst du schon überleben. Moment, das ist jetzt Blödsinn. Lieber eine offene Wunde, als irgendwie sinnfreie Bakterien da reinzudrücken. Gut, auf der anderen Seite, wenn du die Wunde nicht verbindest, kommen eh Bakterien rein. Also ich glaube, das ist jetzt die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Nun gut. Mann, das ist echt nicht nötig. Ich bin ein starker Mann. Voll männlich und so. Jetzt stell dich nicht so an. Oh. Du hättest nicht gleich ein Gips anlegen brauchen, Sandra. Naja, den Gips hatte ich ja sowieso noch dabei und mit dem sandigen Tuch hier und ein bisschen Wasser. La 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 la. Das erinnert mich dran, dass wir früher im Kunstunterricht mit Gipsbinden und Pappkarton damals Säulen machen sollten. Wir mussten so eine Kaffeedose aufbewahren. Danach haben wir einfach so eine Pappplatte, also quasi von den DIN A4 Blöcken, obendrauf geklebt und danach das Ganze mit oh Gott, Gipsbinden, ich hatte es gerade gesagt, mit Gipsbinden überzogen und danach sollten wir die selber bemustern. Das war unsere Aufgabe mal im Kunst. So ungefähr habe ich mir das gerade bei ihr vorgestellt. Auch ein bisschen off-topic-Gelaber. Mann, 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 was hier wieder los ist. Naja, danke auf jeden Fall. Voll männlich und so. Ist voll Knorke. Hast du Alan gesehen? Alan? Dieser Typ mit der Brille? Nein. Er muss hier irgendwo sein. Willst du den echt suchen? Ich meine, ich bin doch hier dein total männlicher Mann. Lass uns lieber von hier verschwinden. Der ist bestimmt schon längst abgehauen. Das geht nicht so einfach. Ich erklär's dir später. Kommst du? Und ich muss mich korrigieren. Ich wollte vorhin eigentlich sagen, dass sie nach jeder Sequenz so eine totale Heulsuse ist. Also total hysterisch. Aber wir haben sie ja bis jetzt nur in einer Sequenz gesehen. Und jetzt war sie ja anders drauf. Ne? Deswegen, ich muss mich korrigieren. Es ist manchmal ganz gut, kurz innezuhalten, sich es anzugucken und dann zu urteilen. Ist doch im Leben manchmal so. Sandra, ein Glück, dass du kommst. Bitte, hilf mir. Ich krieg das Seil nicht ab. Ist das eine Falle? Sieht ganz danach aus. Aber Moment, was ist, wenn wir das Seil abmachen und dann noch eine viel größere Falle ausgelöst wird? Quasi eine Falle-Falle. Geh mal zur Seite, ich hab ein Messer dabei. Wieso hast du ein Messer dabei, Jake? Ich halte dich jetzt nicht so für zurechnungsfähig. Warum bist du eben eigentlich weggelaufen? Was meinst du damit?
Wir waren zusammen bei dieser Siedlung und ich habe in einem Haus nachgeschaut und dann war er plötzlich weg. Das, Du Arschloch, hast sie alleine gelassen? Sage ich, männlicher Mann. Nein, ich wollte... Du bist echt ein feiges Schwein. Hast wohl nur daran gedacht, deinen eigenen Arsch zu retten. Jake, hör auf damit. Ich bin nämlich eine sehr weibliche, männliche Frau. Ich hieß nämlich früher nicht Sandra, sondern... Mir fällt gerade echt kein Name mit S ein, zumindest kein männlicher. Siegfried? Sunny? Stefan! Steffen, so. Gut, jetzt ist der Witz eh vorbei. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte weg, einfach nur weg. Mir war das in dem Moment gar nicht bewusst, dass ich sie zurücklasse. Na klar. Lass es gut sein. Wir sollten lieber überlegen, wie wir hier wegkommen. Wie wär's mit der Straße? Sag ich als total männlicher Mann. Geht nicht. Wir haben es versucht. Irgendwie landen wir immer wieder in Dusty Creek. Als ob da eine unsichtbare Wand ist. Weil das der Entwickler so wollte und wahrscheinlich zu faul war, eine Tankstelle außerhalb dieser Map zu mappen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Es stimmt, ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich habe es selbst erlebt. Man macht einen Schritt, ist kurz benommen und ist plötzlich wieder da, wo man losgegangen ist. Nur guckt man halt in eine andere Richtung. Das sind also nicht nur Wahnsinnige hier, die haben auch noch Voodoo-Kräfte? Du kannst es ja selbst ausprobieren, wenn du uns nicht glaubst. Habt ihr es auf der anderen Seite versucht? Da gibt es noch einen Ausgang. Nein, haben wir nicht. Dann versuchen wir es doch dort. Ich gehe nicht nach Dusty Creek zurück. Die werden uns umbringen. Du bist echt ein Feigling. Die werden uns auch hier umbringen. Einer hat es eben schon bei mir versucht. Trotzdem ist das... Mann, jetzt stell dich nicht so an. Wir warten, bis es dunkel ist, okay? Die werden uns gar nicht sehen. Punkt. Aber was ist, wenn sie uns vorher entdecken? Hier gibt es eine Menge Höhen. Die paar Leute werden uns nicht so leicht finden. Ja, aber mit der Dunkelheit kommen auch die Monster. Kommt, Leute. Bin ich die Einzige, die das gerade ein bisschen lächerlich findet? Mensch, Kelvin, was ist das Problem? Einfach ein Lagerfeuer. Weißt du, eine Kerze. Zum Glück haben wir die Kerze gefunden, die Kelvin ganz optimalerweise da in diese Map reingepixelt hat, die wir dann auch verwenden konnten, um mit einer kleinen Leuchtanimation sie anzuzünden. Ach, ich hatte ja auch die Streichhölzer dabei. Manchmal passt einfach alles im Leben. Und das Licht kann jeder sehen. Oh Mann, fang nicht schon wieder damit an. Die sehen das Licht nur, wenn sie in die Höhle gehen und dann ist es sowieso zu spät. Du bist echt eine Memme, das gibt es gar nicht. Möchtest du die ganze Zeit im Dunkeln sitzen? Nein, aber... Ach, das ist doch alles sowieso egal. Wohin willst du eigentlich? Nach Las Vegas. Ich wollte mir eine Robotikmesse anschauen. Daraus wird wohl nichts mehr. Vor allem dann nicht, wenn ich nicht mehr lebe. Geile Einstellung. Vielleicht kannst du in dieser Situation ja noch optimistisch sein. Ich kann es nicht. Könnt ihr mal damit aufhören? Ja, schon gut. Was ist mit dir? Keine Ahnung. Ich habe kein festes Ziel. Die Trucker entscheiden, wohin es geht. Ich hatte keinen Bock mehr auf die scheiß Stadt und meinen scheiß Eltern und ich wollte einfach nur weg. Du bist also von zu Hause abgehauen. Vermutlich ohne dir Gedanken über die Konsequenzen zu machen. Hältst du mich für einen Idioten? Keine Konsequenz ist so schlimm wie meine alten. Aber du brauchst ein Dach über dem Kopf und Geld erst recht? Ich werde schon irgendwo Arbeit finden. Wie unverantwortlich. Alter, komm mir! Ich bin auf dem Weg zur Hochzeit von meinem Onkel. Leider werde ich sie wohl verpassen, aber es gibt Schlimmeres, nicht wahr? Gerade jetzt kommt mir die Hochzeit so unwichtig vor. Und alle anderen Probleme auch. Naja, wir werden schon damit fertig werden. Lasst uns losgehen, es ist dunkel genug. Nun gut, wir können speichern. Yay!
Und es fühlt sich wirklich an wie eine Art interaktiver Film. Was meine nicht vorhandenen Synchronisationsskills noch mehr untermauert. Warum machst du den Verband ab? Der geht mir auf den Sack und die Wunde blutet sowieso nicht mehr. Moment, das hat die Alte nicht gehört. Das hat die nicht gehört. Was bringt es ja eigentlich zu warten, bis es dunkel ist, wenn die hier Festbeleuchtung haben, wie im Fußballstadion? Nein, ich gehe nicht weiter, auf keinen Fall. Das ist mir alles zu gefährlich. Dieses feige Schwein. Sorry, Schweinis, das war nicht gegen euch gerichtet. Ich kann ihn schon verstehen. Ach ja? Willst du dich wieder in der Höhle verstecken und warten? Worauf? Dass uns der Lone Ranger rettet? Nein, aber ich kann echt darauf verzichten, mit einer Armbrust beschossen zu werden. Alan hat Angst vor diesen Typen. Und ich auch. Das sind doch nur Menschen. Ja, aber Wahnsinnige. Mit Waffen. Dann holen wir uns eben auch Waffen. Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen. Willst du die alle umbringen? Wenn's nicht anders geht. Ich kann das nicht, Jake. Probier's doch erstmal. Moment, die braucht mir jetzt nicht erzählen. Bis jetzt war es immer so, dass im Kampf wir nur die Option hatten, passiv zu agieren. Das heißt, den Typen ins Wespennest laufen zu lassen oder das Monster da runterfallen zu lassen in diese Spalte, die sich da aufgetan hat. Die kann mir aber nicht erzählen, wenn sie in dieser Situation irgendeine Art von Waffe gehabt hätte, dass sie nicht geschossen hätte. Oder, keine Ahnung, mit einem Messer zugestochen. Oder Dynamitstange geworfen, wie es in den Cartoons ja immer der Fall ist. Das wage ich zu bezweifeln, dass da noch ihre große Menschenfreude... Freundlichkeit noch vorhanden gewesen wäre. Aber nun gut, überlass das mir. Im Gegensatz zu diesem Nerd pisse ich mir nicht gleich in die Hosen voll, weil deutsche Grammatik so schwer, nur weil so ein paar Hinterwäldler mir dumm kommen. Ich lenk den Sack ab und du rennst zum Ausgang. Der erwischt dich. Niemals. Ich bin der Master of the Universe. Echt jetzt? Warte mal, da sitzt eine. Hä? Was? Traut mir Calvin nicht zu, dass ich das selber schaffe? Ich finde das gerade doof. Oh Mist, das Tor ist abgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Oh, danke, Calvin. Dankeschön, dass ich jetzt spielen darf. Vorher hättest du es mir wohl nicht zu. Kann ich hier? Die Tür ist abgeschlossen. Gut, zum Glück ist die Alte da blind, taub und ein bisschen bescheuert. Wenn ich jetzt hier in die Lampe gehe, sieht die mich da? Nee. Okay. Hier den Rollladen fest verschlossen. Ist ja gut. Oh, die Tür ist abgeschlossen. Hier habe ich also eine Kiste. Ich nehme mal an, ich kann jetzt nicht einfach da... Nee, ich glaube, das soll ja Stacheldraht darstellen, diese kleinen Xe. Also, dass ich da einfach hochkomme. Aber vielleicht kann ich hier drüber. Das Problem ist, wenn ich dann aber einmal drüben bin... Eine Glocke. Der Zaun steht unter Strom. Das heißt, hier ist drüber klettern sowieso nicht drin. Okay, das heißt, ich muss hier auf das Dach. Ich weiß nicht, ob das hier möglich ist. Ich müsste ja irgendwie die Stromzufuhr unterbrechen, aber ich habe weder eine Zange noch irgendwas anderes. Und diese Glocke macht mir irgendwie Sorge. Das ist wahrscheinlich der Alarm, wenn wir entdeckt werden. Und dann kommen die hier alle aus ihren Häusern geschlichen. Moment, dann gehe ich hier erstmal speichern. Wir haben ja jetzt doch wieder eine Sequenz hinter uns. Gut, dann versuche ich jetzt hier mal... Oh cool, hier komme ich rein. Kann ich hier noch... Nee. Haus Nummer 7. Die beiden Kacheln sehen so neu aus. Noch so neu aus. Das könnte doch sein... Okay. Was ist da jetzt drunter? 2 Schalter. Ich drück mal den, auf dem aufsteht. Ei, eine Geheimtür. Wie nett. Und eine Toilette. Ich gehe immer erstmal auf die Toilette. Sag mal, Mädel, wir waren in dem ganzen Let's Play ja noch nie auf einer Toilette. Jetzt, du musst dich doch auch mal erleichtern. Fest verschlossen. Okay. Was haben wir denn hier? Benzinkanister. Sind das etwa Knochen von Menschen? So klein wie die sind, müssen das Finger sein.
und jemand hat Namen reingeritzt. Oh Mann, das wird immer schlimmer. Naja, jeder hat ja halt so sein Hobby in Dusty Creek. Wie die Werbung für diese Stadt wohl aussehen mag. Kommen Sie noch heute nach Dusty Creek. Hier erwarten Sie freundliche Menscheneinwohner. Moment. Menschenfreundliche Einwohner, die gar nichts zu Leide tun wollen. Auch die Monstrositäten, die in unseren Minen umherschwirren, sind auch ganz liebe Gesellen. So possierliche kleine Tierchen, die ganz gerne mal mit ihren Kindern spielen würden. Fahren Sie noch heute nach Dusty Creek. Nun gut, also hier gibt's nichts weiter zu holen. Das war's dann wahrscheinlich. Aber wir haben einen Benzinkanister. Aber Moment, ich werde das jetzt hier mal... Ach so, super, das heißt, die wissen, dass ich hier drin gewesen bin. In so einer Situation wäre es, glaube ich, immer ganz ratsam, nicht unbedingt darauf aufmerksam zu machen, dass man irgendwo war. Ah, ein Rollcontainer, so, so. Und da... Ah, da oben... kann ich reinklettern. Und hier wäre theoretisch eine Tür, aber die ist natürlich wieder abgeschlossen. Ich will jetzt mal... Ich speichere nochmal. Ich will mal wissen, was passiert, wenn die Alte uns sieht. Da ist jemand. Wenn ich weitergehe, entdeckt die mich. Aber vielleicht kann ich sie vom Haus weglocken. Ah. Das muss die Glocke sein, die ich gestern gehört habe. Ja, benutzt die. Ich hab... Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie mit dem leeren Benzinkanister dagegen gedroschen hätte. Soll das eine Vogelscheuche sein? Die ist ja echt eklig. Der Kopf wurde mit Bandagen eingewickelt und diese riesigen Nägel. Ich will gar nicht wissen, was unter den Bandagen ist. Und die Vogelscheuche ist ziemlich nass. Jemand hat wohl heute das Gemüse bewässert. Oh Gott, das ist echt pervers. Erinnert mich alles hier so ein bisschen an das Chainsaw Massacre. Oder The Hills Have Eyes, obwohl das ein ziemlich bösartiger Film ist. Gut, habe ich hier noch was übersehen? Nee, das hatten wir schon mit den Fingern. Moment, hier hinten sind aber noch Stäbe. Also quasi, da wäre noch eine Tür, die es vielleicht zu öffnen gehen wollen würde. Ich probiere jetzt einfach nochmal alle Häuschen durch. Vorhin war ja das Problem, dass ich irgendwie ein Haus komplett ignoriert habe. Ist verschlossen. Dann kann ich ihm hinterher... Ich gehe diesem Ben lieber aus dem Weg. Ach, das war der Ben? Stimmt, der Rothaarige. Ich werde ihn wahrscheinlich die ganze Zeit nicht erkennen. Echt jetzt? War das die ganze Zeit schon auf? Nun gut, im Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul. Im Brief geht es um eine Vormundschaft. Ein Ben Hicks wird zum Vormund eines Jim Clemens ernannt. Und das ist jetzt wichtig, kann ich ja Hinweise kombinieren? Wie jetzt? Das ist jetzt der Hinweis? Oh Gott. Ah! Ein sorgfältig geführtes Tagebuch einer Sherlin. Das ist kaum der richtige Zeitpunkt, um das alles zu lesen, aber ein bisschen blättern kann man ja schon.